Okay, dann willkommen zum RSB-Tutorium Blatt 9. Ich bin leider immer noch nicht wieder so ganz fit. Ja. Ich hoffe, ihr habt irgendwie Aufgabenblatt 9 euch irgendwie angucken können. Es ist auf der Webseite, es ist irgendwie, glaube ich, noch nicht direkt online verlinkt. Dafür ist es übers Moodle zu erreichen. Das Blatt leider auch erst sehr spät gekriegt. Ja, gucken wir mal drauf. Also, erstmal über Aufgabe 1 werde ich relativ schnell nur mal kurz hinweggehen. Aus Zeitgründen. da gibt es eine Schaltung. Schaltungsanalyse haben wir im Endeffekt schon mal gemacht. Jetzt wird hier gesagt, ihr sollt das Ganze in Hades machen, das in Hades eingeben, im Endeffekt rauskommen. Das Ergebnis ist wieder eine Funktionstabelle. Und daraus dann die Minimierung mit Schleifen und dem Ganzen. Und danach eine, ja, danach eine Schaltung daraus bauen. Also eigentlich alles Sachen, was wir schon mal gemacht haben, alles Sachen, die wir können. Selbst wenn das mit Hades nicht ganz so klappt. Also versucht es mit Hades irgendwie nachzubauen, dass ihr das simulieren könnt. Wenn ihr sonst Probleme habt, könnt ihr das für euch sonst einmal natürlich auch per Hand machen. Und so durchgehen, wie wir das schon mal gemacht haben. Etwas Neues bringt uns die Aufgabe 2 und 3, wo wir uns mit Flipflops beschäftigen und in 3 dann auch einen Multiplexer drin haben. Dafür sollten wir uns vielleicht mal angucken, wie funktionieren überhaupt Multiplexer und Flipflops. So, ich habe mal zwei Grafiken hier mitgebracht. Das linke ist ein Multiplexer. Das rechte ist ein Flipflop. Und was wir hier sehen ist, wir haben beim Multiplexer haben wir diverse Eingänge. Das kann ein Eingang A1 sein und ein Eingang A0 sein. Wir haben hier noch einen dritten Eingang, der nennt sich S. Weiß jemand, wofür dieses S steht beim Multiplexer? Oder was passiert dadurch, wenn wir da was drauflegen? Nee, nicht ganz externer Eingang. Im Endeffekt kann der von extern irgendwo kommen, kann auch aus der Schaltung selber kommen. Hat sich jemand vielleicht mal angeguckt, was beim Multiplexer an sich passiert? Also, wir haben ja mehrere Eingänge. Irgendwie muss ja entschieden werden, wie da dann ein Ausgang kommt. Hat sich jemand angeguckt, was passiert beim Multiplexer eigentlich? Okay, dann gebe ich euch das. Das S, das steht für das Steuersignal. Genau, da die richtige Antwort ist, es geht um die Auswahl eines Einganges, richtig. Und die Auswahl des Einganges ist abhängig von dem Steuersignal. Wenn wir uns das mal so als Funktionstabelle nur jetzt rein für den Multiplexer anschauen, haben wir also einen Eingang S, einen Eingang A1 und einen Eingang A0 und am Ende eben den Ausgang Y. Und was können wir haben beim Steuersignal? Wir können beim Steuersignal halt eben das typische 0 oder 1 haben. Und dann kann es verschiedene Wertebelegungen natürlich auf den Eingängen A1 und A0 geben. Wenn das Steuersignal 0 ist, dann wird geguckt, was steht auf dem Eingang A0 und davon abhängig eben auch der Ausgang. Das heißt, wir können in der Funktionstabelle natürlich zwei verschiedene Möglichkeiten haben. A0 kann 0 oder 1 sein. Und wie gesagt, wenn das Steuersignal 0 ist, dann wird der Ausgang A0 durchgeschaltet quasi. Ja, dann wird hier gesagt, wir haben hier
unseren Ausgang an 0 und dann wird quasi gesagt, okay, hey, dann darfst du durchschalten. Und dann kommt eben am Ausgang Y der Wert 0 oder 1 raus. Und es ist an der Stelle vollkommen egal, was mit A1 passiert. Das wird deswegen auch mit einem Don't Care-Sternchen versehen, weil das für den Ausgang hier nicht relevant ist. So, das heißt, wenn wir uns nur einen Multiplexer anschauen, müssen wir also gucken oder beachten, welche Möglichkeiten haben wir hier durch das Steuersignal. Und davon abhängig kommen eben Ausgänge durch. Ne? Wenn wir jetzt gesagt haben, bei 0 geht es um A0, dann können wir uns schon fast denken, wie es mit 1 ist. Bei 1 ist es dann nämlich genau umgekehrt, dann wird das Signal aus A1 durchgeschaltet. Und umgekehrt ist dann egal, was in A0 ist. Ich hoffe, damit habt ihr dann erstmal zumindest das Element des Multiplexers verstanden. Also, wenn man sich das irgendwie bildlich vorstellen will, könnte man halt auch sagen, ne, das ist irgendwie hier wie so, meinetwegen so eine Leitung, so ein Schalterleitung, ähnliches, was eben umgelegt wird, abhängig von S. Und dann eben zwischen den beiden switcht, zwischen den beiden Positionen. Also dann die Frage zu CLK. Ja, genau. CLK steht in einer Schaltung, das ist auch wie schon richtig beantwortet worden, normalerweise für die Clock oder eben auch das Taktsignal. Wir müssen halt eben gucken, wo kommt die Clock dann jeweils eben an, und was kann sie dadurch auch auslösen. Wenn wir uns die erste Schaltung anschauen, die mit dem Multiplexer drin, dann sehen wir zum Beispiel, dass die Clock gar nicht beim Multiplexer ankommt. Ja. Das heißt, da müssen wir eben schauen, da gibt es beim Multiplexer, das Steuersignal ist halt E. Und im Endeffekt ist für die obere Schaltung am Ende, so viel mal verraten, wenn man dann nur das Ausgangssignal und die Eingänge betrachtet, und das Ausgangssignal ist ja in dem Fall das hinter dem Flipflop, tatsächlich reichen sogar 4 Zeilen, um die erste Schaltung zu beschreiben, weil halt sehr viele Werte mit einem Don't Care versehen werden, und ihr müsst dann am Ende eben gucken, okay, von welchen Änderungen am Eingang oder von welchen Werten am Eingang ist denn wirklich jetzt ein Unterschied im Ausgang da zu finden. So, und da wissen wir halt eben zum Beispiel, ne, solange unser Signal, was an S rankommt, der Eingang, der an S reingeht, solange das der Wert 0 ist, wird halt immer das, was aus A0 kommt, ein Ausgang sein. Da kann man natürlich dann auch wieder gucken, wo kommt denn irgendwie zum Beispiel dann der Eingang A0 her. Ne? Das ist keiner, der von außen kommt. A1 ist ja irgendwie D, also der Dateneingang. Das ist etwas, wo vielleicht was Neues reinkommen kann. Und A0 ist ein Eingang, der irgendwie ganz hinten aus dem Ausgang des Multiplexers rauskommt. Das heißt, das ist wohl irgendwie ein Wert, den wir schon wieder in der ganzen Schaltung haben. So, jetzt haben wir uns aber Multiplexer angeschaut. Jetzt sollten wir uns vielleicht dann auch daneben eben einen Flipflop anschauen. Weiß denn jemand, wie ein Flipflop grob funktioniert? Okay, der merkt sich ein Bit. Also der hat quasi einen Ausgang, der relativ lange gleich bleibt. Wann ändert sich denn der Ausgang aus dem Flipflop? Oder wann kann der sich ändern? Genau, es geht um ein Umschaltsignal.
Wir haben einen Eingang C am Flipflop. Da ist auch so ein kleines Dreieck dran. Dieser Eingang wird flankengesteuert. Und da müssen wir natürlich schauen, was haben wir da vielleicht vorliegen. Hier heißt es, es ist ein vorderflankengesteuertes Flipflop. Also da müsst ihr gucken, wir werden gleich uns nochmal, wenn wir so ein bisschen uns auf Aufgabe 9.2 dann nochmal konzentrieren, werden wir sehen, es gibt ein vorder- und ein rückflankengesteuertes oder hinterflankengesteuertes Flipflop. Und es geht im Endeffekt dann darum, dass wir ein Signal kriegen bei der Vorderflanke, wo es der Eingang von 0 auf 1 wechselt. Das ist eine Vorderflanke. Der Eingang wechselt von 0 auf 1. Und das kann natürlich nur in bestimmten Situationen passieren. Und hier hatten wir jetzt, oder hat jemand schon gesagt, ja, okay, das kommt zumindest beim ersten wohl dann vor allem beim Clock-Signal. Also wenn wir uns die erste Grafik anschauen, dann sehen wir halt eben, da ist das Clock-Signal direkt hier am Eingang C. Und ein Taktsignal oder Clock-Signal oder Taktsignal, das wechselt ja immer schön abwechselnd hoch und runter. Zumindest wenn das ein ganz normales, regelmäßiges Taktsignal ist. Und dann sehen wir halt, dann haben wir hier diese eine Stelle, wo unser Signal von 0 auf 1 wechselt. Und das ist eben die sogenannte Vorderflanke. Wird deswegen auch mit dem Pfeil nach oben bezeichnet. So, und ja, was bedeutet das jetzt eben hier für unseren Flipflop? Wir haben ja noch einen Eingang D. Das ist hier wieder dann Eingang D fürs Datensignal. Und wir haben einen Ausgang Q und wir haben einen Nicht-Q, also die Negation von dem Ausgang Q. Nicht-Q wird hier jetzt auch gar nicht benutzt. Q ist insofern eigentlich so das wirklich Spannende. Und insofern können wir halt eben gucken. Wir haben also wir haben C, den Eingang ja mit der von der Flanke abhängt. Wir haben D, unseren Dateneingang. Und wir haben Q, unseren Ausgang. So. Und was passiert jetzt also? Wir können so Werte wie 0 oder 1 haben an unserem Multiplexer-Eingang hier unten bei C. Haben aber gesagt, da passiert ja nichts, außer es kommt eine Vorderflanke. Das heißt, es ist uns in dem Moment vollkommen egal, was mit D ist, was da an Daten reinkommt. Wir bleiben einfach wie vorher schon bei dem Wert Q oder. Ich sollte hier nicht Q schreiben, ich sollte hier Q plus schreiben, weil es ist im Endeffekt geht es ja darum, was ist dann der Folgezustand, was kommt da als nächstes aus Q raus. Und wenn an C 0 oder 1 ganz direkt gerade anliegt, ohne eine Änderung, dann ist weiterhin der Ausgang Q, so wie er vorher war. Wann sich das jetzt ändern kann, ist, wir können die Vorderflanke haben, wie gesagt, mit dem Pfeil nach oben dargestellt. Dann gibt es irgendeinen Wert, der in D reinkommt. Das kann 0 oder 1 sein, ist im Endeffekt auch egal, weil was wir wissen ist, aus dem Flipflop kommt dann auf jeden Fall das Signal D raus, weil wir hier eine Vorderflanke haben. Ne? Das heißt, das Signal, was als nächstes hier aus Q rauskommt, wenn hier eine Vorderflanke einmal anlag, ist dann einmal D und im nächsten Takt, wo dann was rauskommt, also wir können, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Wir können natürlich theoretisch auch sowas haben. Irgendwie ist hier, keine Ahnung, hier ist das ausgefallen, das nächste Taktsignal. Dann würde an der Stelle, also zumindest jetzt für unser Beispiel, wo wir halt die Clock direkt anliegen haben im obersten, ne, dann würde an der Stelle einfach weiterhin das Ganze auf, würde einmal dann auf D wechseln. Und dann würde der alte Wert von D natürlich zu Q werden am Ausgang und dann würde weiterhin hier hinten einfach nur noch Q bleiben am Ausgang.
Okay, also ne, nochmal wiederholen. Multiplexer hier links schaltet im Endeffekt durch das Steuersignal um, welche Leitung durchgeht. Und am Flipflop wird halt eben geguckt, kriege ich irgendwie was, kriege ich eine Vorderflanke, also zumindest beim vorderflankengesteuerten Flipflop kriege ich eine Vorderflanke auf C rein, durch das, was da vorgeschaltet ist, hier links davon. Wenn ja, dann ändere ich meinen Wert, den ich ausgebe, auf D. Wenn nein, dann bleibe ich bei dem Wert Q, den ich vorher ausgegeben habe. So, jetzt die Frage, wenn es am Anfang 1 wäre und D0 ist zum Anfang, wenn eine Vorderflanke kommt, dann wäre ein Takt später Q immer 0. Genau, also wenn hier in dem Beispiel wir tatsächlich irgendwie nur eine Vorderflanke kriegen und dann ist erstmal nichts mehr, weil, keine Ahnung, unser Taktsignal oder im Endeffekt das, was hier vorgeschaltet ist, wo auch immer das herkommt, sich nicht mehr ändert, dann würde danach dann nur 0 bleiben. Also die Änderung gibt es hier an Q nur, wenn hier unten eine Vorderflanke reinkommt. Sei es durch ein Taktsignal. Taktsignal können wir uns ganz gut vorstellen. Ne, an sich sogar eher regelmäßig. Da gibt es regelmäßige Vorderflanken. Wenn wir jetzt uns das zweite Beispiel angucken in der Grafik, wo wir ein Und davor haben, da müsst ihr natürlich dann eben etwas länger gucken. Deswegen wird da auch die Tabelle ein bisschen größer. Da haben wir das And, was vor unserem C ist. Und dann geht das Taktsignal zusammen mit dem E rein in das And, bevor wir überhaupt einen Ausgang weiter in das C haben können. Und da müsst ihr natürlich überlegen euch, welche unterschiedlichen Eingangsbelegungen kann ich für E haben, welche kann ich beim Taktsignal haben, was kann da vorliegen. Wir hatten ja eben schon gesagt, Taktsignal kann bis zu drei verschiedene Möglichkeiten hier jetzt haben, die wir berücksichtigen. 0, 1 und Vorderflanke. Und wenn ich dann E und Taktsignal kombiniere, dann ist halt eben die Frage, ja, was passiert dann eigentlich am Ausgang vom AND? Und abhängig von dem Ausgang vom AND kann ich dann sagen, kriege ich überhaupt eine Vorderflanke am Eingang meines Multiplexers rein? Genau, und im Endeffekt war vorhin auch gesagt, dass sich dadurch halt eben unser Multiplexer ein Bit halt den Wert speichert, solange er nicht von außen eben den Anstoß kriegt, dass er sich was ändern soll. Es gibt dann noch ein paar theoretische Fragen dazu. Wie man Vor- und Nachteile da sehen kann. An der Stelle verweise ich euch nochmal darauf, dass wir beim letzten Aufgabenblatt zum Beispiel uns nochmal über das Thema Hersatz Gedanken gemacht haben und ihr vielleicht überlegen könnt, kann es denn eigentlich sein, ne? Könnte das vielleicht irgendwie so ein Problem sein bei einem der beiden Varianten, was vielleicht ein Nachteil von dem einen wäre? Das mal so als kleiner Tipp nochmal zu C damit dazu. So, und dann die Frage. Frage, ist ein Delitzsch eigentlich ein Multiplexer? Wir können uns ja mal anschauen, was ein D-Ledge eigentlich macht. Also das ist sowieso das, wo wir dann als nächstes eigentlich hingehen. Wir brauchen genau, da wollte ich hin. Wir müssen uns für 9,2 verschiedene Sachen anschauen. Und da haben wir nicht nur vorderflankengesteuertes D-Flip-Flop, sondern wir haben auch ein pegelgesteuertes D-Ledge.
Ist das jetzt das gleiche wie ein Multiplex? Das ist eine gute Frage. Hat sich das jemand angeguckt? Wie funktioniert eigentlich ein D-Ledge? Also, was wir beim D-Ledge haben, ist, ich muss vielleicht doch noch mal kurz ein Stück zurückgehen. Was wir beim D-Ledge haben, ist, wenn das, das gibt zwei verschiedene Arten von D-Ledge. Es gibt das High Active und es gibt das Low Active. Und was heißt das jetzt eigentlich? Weiß jemand, was das bedeutet, wenn wir in der Hausaufgabe zum Beispiel stehen haben, wir haben ein High Active D-Ledge? Was bedeutet das für unseren Ausgang aus dem D-Ledge? Gucken wir uns sonst auch noch mal hier wieder ein mögliches Taktsignal an. Wir können unterscheiden ein Taktsignal in, wir haben den Wert 0 liegen, wir haben eine Vorderflanke liegen, wir haben den Wert 1 anliegen und so viel sei auch an der Stelle hier mal gesagt, wenn der Wert von 1 auf 0 geht, das ist dann eine Rückflanke oder eine Hinterflanke, je nachdem, wie das dann bezeichnet wird. Das heißt, wir haben beim Taktsignal vier verschiedene Sachen, was gerade vorliegen kann. 0, 1, Vorderflanke oder Rückflanke. Wann, was meint ihr, wann geht es bei einem D-Ledge High Active Änderung am Ausgang abhängig von dem, was ich jetzt, ja, von dem, was ich am Taktsignal habe? Genau, High Active klingt fast schon so ein bisschen danach. Es ist bei der 1. Das heißt, dass ich, wenn mein Taktsignal auf 1 ist, dass ich dann den Wert, der am Eingang D ist, übernehme als Ausgang. Und jetzt sehen wir schon, dass das Ganze in dem Fall also kein, also weil wir tun das auch nur, solange der Taktsignal, solange das Signal auf 1 ist. Dementsprechend ist es natürlich kein Multiplexer, weil Multiplexer schaltet ja nur zwischen zwei Eingängen um, sondern auch ein D-Ledge ist eigentlich eine Art von Flip-Flop, nur in dem Fall halt gesteuert aufgrund von High Active. Ja, weil wir im Endeffekt uns als Ausgang immer noch speichern, welchen Wert wir behalten. Und wir behalten so lange unseren alten Wert bei, bis halt der Fall eintritt, dass wir einen neuen Wert potenziell übernehmen dürfen. Kann sein, dass der Dateneingang sich nicht geändert hat, dann bleiben wir bei dem, was wir vorher schon hatten auf Q. Aber im Endeffekt geht es halt hier darum, dass nur bei 1 dann eben der Wert sich ändert. Wir spielen das mal am besten durch mit ein paar Beispielen. Deswegen nochmal wieder hier zurück. Und weil es so schön ist, machen wir das mal für alle Varianten, die wir haben. Was können wir also haben? Wir können haben ein D-Ledge High Active.
Wir können ein D-Ledge Low Active haben. Was heißt wahrscheinlich Low Active? Genau, beim D-Ledge Low Active würde sich der Ausgang nur ändern, wenn der Eingang 0 ist. Also wenn unser Eingang, an dem wir prüfen, 0 ist. Und dann können wir haben, ich kann mal gucken, platzmäßig. Das hier unten hin. Wir können das Flipflops haben, was Vorderflanken gesteuert ist. Und wir können natürlich auch ein Flipflop haben, was nicht Vorderflanken, sondern halt eben Rückflanken gesteuert ist. Denkt dran, für die Hausaufgabe braucht ihr nicht alle, aber wir gehen einfach mal alle vier durch. Keine Ahnung, wenn die vielleicht wieder irgendwie euch über den Weg laufen, dann habt ihr alle Varianten einmal in der Gegenüberstellung. Okay, das erste, das D-Ledge High Active. Haben wir immer noch diverse Taktsignale. Wir fangen mal hier so ein bisschen an. 1, in dem Fall wissen wir auch, also welches vor dem Wert 0 vorlag. Erste, zweite, ich glaube, hier müsste dann der fünfte Takt sein. Zehnte. Und dann ist hier halt irgendwo Ende des Ganzen. Das hier soll uns dann genügen. Gut, gucken wir auf das D-Ledge High Active. Wir wissen ausnahmsweise mal, mit welchem Wert wir gestartet sind. Haben wir in der Hausaufgabe ja auch. Es ist auch so ein bisschen vorgegeben. Das heißt, wir müssen uns nicht um irgendwie Unbekanntes kümmern. In welchem Takt würde jetzt mein D-Ledge von 0 auf 1 wechseln? Immer dran denken. Ich bin abhängig von meinem Wert C. C ist das, was da bei diesem Dreieck da quasi auch reinkommt, wo ich unten halt eben gucke. In dem Fall ist C hier mein Taktsignal da dran. Ich muss beim D-Ledge High Active schauen, wo ist der Wert 1 dort, und nur wo der Wert 1 ist, kann überhaupt sich das auswirken, was auf D ist. Also an welcher Stelle? Okay. Im zweiten Takt wird D. Ich glaube, du wolltest 1 schreiben hier. Also jedenfalls ist es erstmal genau richtig, dass im zweiten Takt wir überhaupt erst gucken müssen, was auf D anliegt. Also im ersten Takt ist es so, dass wir vom Takt davor schauen würden. Da ist C0, das ist für High Active egal. Wir gehen einen Takt weiter. Dann im ersten Takt ist C1. Das heißt, hier würden wir überhaupt erst gucken, was hat D für einen Wert. Und mit einem Takt Verzögerung übernehmen wir den und würden dann hier auf den Wert 1 gehen. Gut. Ändert sich das Ganze nochmal? Wann genau kann sich das jetzt hier überhaupt als nächstes wieder ändern? Oh, das sind eigentlich zwei Fragen. Genau, Fragen bleiben aber bei der Frage, ändert sich das hier nochmal oder bleibe ich jetzt auf 1? Okay, im siebten Takt höre ich. Also im siebten Takt habe ich hier
Den Wert von C, der ist auf 1, der Wert von D ist auf 0. Ja, das stimmt. Das heißt, ich habe hier einen konstanten 1 vorliegen. Hier einen Kon und dann gucke ich auf jeden Fall bei D, würde dann mit 1 Verzögerung der Wert übernommen werden. Und im dritten, genau, wenn wir uns das dritte anschauen, den dritten Takt, da ist C1. Unser D ist 0. Das heißt, auch hier müssen wir die Änderung, die hier vorkommt, schon übernehmen, dass D von 1 nach 0 runtergeht. Und ich merke gerade, ich habe viel zu hoch gezeichnet hier. So, also dass D von hier von 1 auf 0 runter geht, das kommt mit einer Taktverzögerung natürlich dann auch zum Tragen und geht dann hier auch dann entsprechend runter. Und dann bestimmt das, dass wir hier zwischen für diese Takte 4, 5 und 6 gar nicht gucken müssen, was auf D ist. Da würden wir bei dem bleiben, was auf D in dem Moment ist, weil wir eben ein High-Active haben. Das heißt, nur wenn C gleich 1 ist, dann brauche ich überhaupt gucken, was auf D ist. Bis dahin bleibe ich dabei, was ich habe. Und dann habe ich jetzt hier, das hattet ihr, glaube ich, auch schon so ein bisschen mitgeschrieben, dann habe ich jetzt hier hinten, hatte ich jetzt schon mal gesagt, da wird C wieder auf 1. Da gucke ich dann also, was passiert an D. Ich kann das Ganze dann übernehmen. Erstmal ist D mit dem Wert 0, danach ändert es aber einen Tag später auf 1. Das heißt, hier würde ich auch wieder hochgehen und sehe dann die Takte hier, auch der Takt, wo ich jetzt quasi bin, ist D immer noch auf 1. Ich würde auf 1 bleiben. Jetzt geht C auf 0. D ist auf 1. Und D wird dann später auf 0. Was passiert mit meinem Wert hier Ausgang am D-Ledge? Ändere ich das nochmal? Muss ich das nochmal irgendwo ändern? Nein, muss ich nicht. Genau, denn da, wo D auf 0 geht, da ist hier erstmal mein C nicht aktiv. Und insofern bleibe ich hier bis zum Ende meines Graphens. Tatsächlich ist es hier im 12. Takt, da wäre es dann nochmal C gleich 1, D gleich 0. Das heißt, wenn ich hier noch weitergehen würde, dann müsste ich wieder nach unten gehen. Okay, das ist also das High Active. Jetzt das gleiche nochmal umgekehrt mit dem Low Active. Hier starte ich mit einem Ausgangswert von 0. Und wie geht es dann jetzt weiter? Das Low Active schaut sich also an, wo mein D-Ledge den Wert 0 hat. Macht dann das gleiche wie beim High Active, gibt es dann also raus. Wie muss ich denn jetzt hier starten im ersten Takt? Bleibe ich unten oder gehe ich hoch? Genau, richtig. Ich muss auf 1 gehen, denn es ist ja so, dass hier in unserem Vortakt, Vortakt 0, unser C, die Clock auf 0 ist. Das heißt, es ist in dem Moment relevant, was auf D anliegt. D liegt 1. Das heißt, ich gehe auf den Wert 1 hoch. Und dabei würde ich, weil C dann auf 1 hochgeht, auch relativ lange bleiben. Für mich interessiert es erst wieder, wenn C auf 0 ist, dann kann sich überhaupt erst wieder was an meinem Ausgangssignal hier ändern. Das ist im vierten Takt. Da gucke ich, aha, D ist auf 0. Das heißt, ich würde hier mit dem einen Takt Verzögerung wieder auf 0 gehen.
Dann bleibe ich hier bei 0, D ist auf 1 für einen Takt. Dann muss ich wohl wieder hochgehen. Guck weiter, bin immer noch auf 0. Ja, D ist auf 0 wieder gegangen. Dann muss ich mit einem Takt Verzögerung auf 0 gehen. Oh, dann sehe ich, ach, die nächsten drei Takte sind mir egal, weil C auf 1 ist. Ich bin aber gerade das Slow Active. 1, 2, 3 Takte durchziehen. Jetzt habe ich wieder zwei Takte, wo ich gucken darf. Einmal mit D gleich 1 und einmal mit D gleich 0. Und so kann ich das Ganze dann eben durchziehen, das halt eben fürs Low Active. Wir sehen also damit schon, dass ob wir High Active oder Low Active haben, bei den gleichen Eingängen, sowohl von Takt als auch von Dateneingang, kriegen wir einen anderen Ausgang raus, wenig überraschend. Gut, genau, ihr habt in der Hausaufgabe ja das High Active. Und jetzt gucken wir einmal auf das Flipflop. Auch mit dem Flipflop starten wir mit den Eingangswerten 0 jeweils. Erstmal das vorderflankengesteuerte Flipflop, wie es auch in der Hausaufgabe auftaucht. Wie sieht das denn jetzt hier mit meinen Werten aus? Ich muss, ne, hatten wir ja eben gesagt, beim vorderflankengesteuerten schauen. Es wird nur dann ein Wert übernommen, wenn an meinem Eingang C, wo vielleicht eine Clock oder vielleicht ein Ergebnis aus dem End oder aus irgendeinem anderen Signal reinkommt, in dem Fall unser C aber ja so eine Art Clock-Signal hier fast ist, wo eine Vorderflanke vorliegt. Nur dann gucke ich, welcher Wert an D ist. Das heißt, ja, ich habe hier eine Vorderflanke und ich würde na, nicht erst im, wobei man kann im dritten, ja genau, also Takt Nummer 2 ist das, dann gehe ich auf, gehe ich hoch. Also ich habe in unserem Vortakt den ganz normal den Wert C nur gleich 0 anliegen, da ändert sich nichts. Dann habe ich aber richtig beim Übergang von 0 auf 1 habe ich die Vorderflanke mit dem Wert D gleich 1, den ne, kurz im Sinn behalten. Mit einem Takt Verzögerung gehe ich dann also auf den Wert 1. Das dann halt eben hier in Takt Nummer 2. Wann kann sich jetzt das nächste Mal der Ausgangswert ändern von meinem vorderflankengesteuerten Flipflop? Ja, bei der nächsten Vorderflanke, die wäre wo? Genau, die ist am Anfang vom siebten Takt. Das heißt, bis dahin ist mir eigentlich alles egal, was passiert. Ich ziehe erstmal hier stringent durch die Verzögerung auch noch den siebten. Und dann habe ich hier am Anfang des siebten die erste Vorderflanke und kann dann hier also einmal gucken, was macht dann D? D hat den Wert 0 in dem Fall, das heißt, ich würde wieder runtergehen. Und dann habe ich tatsächlich keine weiteren Vorderflanken mehr hier in dem Bereich, den wir uns angucken. Und bleibe dann auf dem Wert. Das heißt, wenn ihr für Vorderflanke das irgendwie ausfüllen wollt, nur gucken, wo Vorderflanken sind. So, der Vollständigkeit halber einmal kurz bei Rückflanke. An welcher Stelle muss ich hier überhaupt gucken? Wo ist der erste Takt, wo sich was ändern könnte bei meinem Rückflanken? Takt 4, jetzt weiß ich mal nicht genau, welchen ihr wie meint. Ja, genau, also am Anfang von Takt 4 ist hier, haben wir eine Rückflanke, genau, von 1 auf 0. Da sehe ich dann, welchen Wert hat D? D hat den Wert 0. Das heißt, theoretisch könnte sich ab Beginn des fünften Taktes sich der Wert ändern. Aber da D den Wert 0 hatte, bleibe ich dabei. Und dann habe ich nur noch eine weitere Rückflanke hier, die ist am Anfang von 10. Genau, in 11 wird es dann 1.
Das ist dann hier die Rückflanke, da ist der Wert 1. Und dann würde ich nochmal auf den Wert 1 hochgehen, bis zu unserem Ende. Genau, jetzt haben wir da die verschiedenen vier Möglichkeiten: High Active, Low Active, Vorderflanken gesteuert oder Rückflanken gesteuert. Soweit, so gut. Jetzt haben wir mit unseren flankengesteuerten Flip-Flops oder prinzipiell kann das auch bei einem Latch passieren, etwas, das vielleicht auch in der Hausaufgabe vorkommen kann. Die Beispiele hier sind natürlich wunderbar hübsch gewählt. Was wir natürlich auch haben können, ist, mach das mal ein bisschen auf einer neuen Seite. Wenn ich jetzt hier ein Taktsignal habe, meinetwegen ein relativ gleichmäßiges, hübsches kleines Taktsignal, und dann habe ich meinen Eingang D, der sich, was haben wir? Nehmen wir mal ein vorderflankengesteuertes Flip-Flop. Das war ja das, wo wir uns nur die Vorderflanken interessieren. Meinetwegen beispielsweise haben wir so einen Eingang D an der Stelle. Das heißt, uns interessieren bei der Vorderflanke genau die Stelle hier. Da ist eine Vorderflanke. Und die Stelle hier, da ist eine Vorderflanke. Und ich würde jetzt hier irgendwie mit 0 anfangen. Und dann gucke ich mir hier das an der Stelle und sehe, okay, ich habe eine Vorderflanke vorliegen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass mein D an der Stelle von 1 auf 0 runtergeht. Und da habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich also keinen ganz stabilen Dateneingang zum Zeitpunkt der Flanke habe. Das sieht hier auf der Grafik ja ganz hübsch aus. Aber es kann eben halt auch sein, woher weiß ich denn jetzt, an welcher Stelle genau das runtergeht? Denn es ist ja nie so ganz gerade, sondern es ist ja mehr ein, naja, es geht so langsam runter. So, und jetzt weiß ich halt nicht, wenn ich hier auf meine Flanke gucke und das übernehme, bin ich hier oben, dass ich noch den Wert 1 sehe, bin ich irgendwo in der Mitte, dass ich so gar keine Ahnung habe, oder bin ich hier irgendwie an kurz vor 0. Da kann es halt eben dazu kommen, dass wir nochmal tatsächlich wieder so was Undefiniertes haben. Und dann würde ich tatsächlich hier, da wäre die Taktverzögerung, dann wäre ich an der Stelle hier. Und dann müsste ich tatsächlich sagen, ja, kann ich nicht sicher sagen. Weil gleichzeitig mein Dateneingang sich ändert in dem Moment, wo meine Clock sich ändert. Und wo, also wo ich meine Vorderflanke habe. Das ist natürlich ein gewisses Problem, weil ich dann bis zur nächsten Vorderflanke eigentlich gar nicht weiß, was auf meinem Ausgang rauskommt. Ja, das wäre dann, hier ist halt erstmal die Rückflanke, das wäre der Takt dazu. Und dann habe ich erst wieder eine Vorderflanke an der Stelle mit einem sauberen, gleichmäßigen Ausgang 0 und könnte danach erst sagen, dass der Ausgang hier dann 0 ist. Ja, mal gucken. Also ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen das Problem. Das heißt, wenn ich gleichzeitig eine Vorderflanke habe oder sei es auch eine Rückflanke oder Rückflanken gesteuerten und dann aber mein Datensignal sich ändert, dann weiß ich halt nicht, was da jetzt eigentlich für ein Ausgangswert dahin kommt, weil er eben nicht sauber stabil ist an der Stelle. Das gleiche Problem kann ich auch mit einem D-Latch haben. Da muss ich halt dann eben auch gucken, wenn dann an der Stelle, wo ich es übernehmen will, mein Wert sich an der dann auch ändert. Das kommt da einmal nochmal ganz zum Ende vor in der Hausaufgabe. Aber das mit dem Flipflop werdet ihr dann auch haben. So. Genau, in der Realität wäre es irgendein Wert. Das ist ja genau das Irgendeine ist eben das Problem. Wir wissen halt nicht, ob da 0 oder 1 ist. Und
Kann man sagen, ist uns ja egal. Nee, eigentlich ist es halt nicht egal. Sag mal jetzt ganz banal gesagt, wenn ich mir eine Ampelschaltung anschaue und dann ist in der Schaltung ist so, dass wir hier zu einer Unsicherheit kommen, die nicht irgendwie abgefangen wird sauber. Und dann sagt die Ampel kurz, oh, weiß ich gerade nicht. Ach, ich mache mal für Fußgänger und für Autofahrer beides grün, obwohl Fußgänger rot haben sollte in dem Moment. Könnt ihr euch vorstellen, das ist vielleicht dann irgendwie nicht ganz so günstig. Also je wichtiger und kritischer das System ist, desto mehr will man diese undefinierten Zustände eigentlich verhindern oder zumindest verhindern, dass sie eine Auswirkung haben. Gut, das sollte aber dann das für 9.2 auch sein. Wie gesagt, wir haben einmal alle durchgemacht. Wer weiß, was vielleicht irgendwo in irgendwelchen Aufgaben nochmal lauert oder irgendwie. Habt ihr in der Klausur dann vielleicht andersrum oder so, dann haben wir es auch einmal. Schaden tut es nicht. So. Was sollten wir uns nochmal anschauen? Einen Automatenentwurf. Das wäre nochmal gut. Automatenentwurf heißt im Endeffekt ja nichts anderes. Wir haben diverse Zustände und abhängig von irgendwas, was definiert wurde, ändern sich diese Zustände. Wie wird denn so ein Zustand überhaupt gezeichnet? Hat das sich jemand angeguckt? Wie kann so ein Zustand aussehen? Also gerade wenn ich so ein Zustandsdiagramm machen soll, wie muss denn das ungefähr aussehen? Okay, ja, genau, so ein Zustand ist immer in einem Kreis. Genau, wir haben einen Kreis, wir haben Übergänge zwischen Kreisen. Okay, in den Kreisen stehen die Zustände oder die Zustandskodierung, ja. Und wir können auch noch Sachen haben, die an den Pfeilen stehen. Genau, da müssen wir nämlich ein bisschen nochmal schauen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Zustandsdiagrammen. Es gibt Moore und Mealy. Und es kann sein, dass wir einen initialen Zustand haben. Auch das ist richtig. Genau. Gut, versuchen wir das mal alles ein bisschen zusammenzubringen. Und zwar. Überlege gerade kurz, wie rum das sinnvoller ist. Ja, machen wir das erstmal einmal. Gucken wir uns erstmal an, wie so ein Zustandsdiagramm aussehen kann. Also, was hatten wir gesagt? Wir haben den Kreis, der hat den Namen von dem Zustand. Zustand hat in der Regel eine Zustandskodierung. Und genau, da muss man dann eventuell so ein bisschen schauen, wie die Zustandskodierung ist. Wenn ich das richtig sehe, müsstet ihr mit. Machen wir das einmal hübscher. Müsstet ihr mit 1 anfangen für den ersten Zustand, zumindest wenn ihr eure Übungsgruppenleiter nicht nerven wollt. Also, wir haben Zustand 0 mit einer Kodierung.
Wir haben weitere Zustände, in die wir gehen können. Auch die mit einem Kreis markiert. Also schreibe ich dann eben hier Zustand 1. Der wäre bei meinem kleinen Kreis, den ich hier mache, dann mit 1,0 kodiert. Und in den kann ich dann rübergehen. Entweder gehe ich beim nächsten Taktsignal rüber, oder es kann halt eben sein, wie ich dann hier irgendwie vielleicht habe, dass ich hier irgendwie einen deutlichen Wert habe, dass ich sage, ich gehe hier rüber, wenn, keine Ahnung, B den Wert 0 hat. Wofür steht das 0, 1? Naja, ich habe verschiedene Zustände. Zustand 0, Zustand 1 mit großem Z jeweils. Und die muss ich irgendwie auch einmal durchkodieren, dass jeder Zustand quasi eine Kodierung hat. Und ich würde hier anfangen mit natürlich zu wenig Platz gelassen. Moment. Also Z0, Z1, ich wollte noch auf Z2 gleich raus. Und dann habe ich hier noch mit klein Z1, Z0 meine Zustandskodierung. Und dann wäre mein erster Zustand hier mit 0,1 kodiert, mein zweiter mit 1,0, mein dritter mit 1,1. Zustand mit 0,0 habe ich hier gerade jetzt nicht drin. Brauche ich hier nicht. So, ich gucke noch kurz auf mein Z2. Wofür brauche ich das Ganze? Das ist dann nochmal spannend, wenn ich, dazu kommen wir gleich auch nochmal, wenn ich dann nämlich sagen will, was ist mein Folgezustand? Na, weil ich halt sagen kann, abhängig von der, wo ich jetzt gerade bin und vielleicht welchen Eingaben ich irgendwie habe, in welchen Zustand gehe ich dann eigentlich weiter? So, genau, es kann noch ein paar andere Sachen geben an dem Ganzen. So, wie gesagt, hier bei B gleich 0 gehe ich rüber. Es kann auch sein, dass ich dann vielleicht sowas habe, keine Ahnung, x gleich 1 oder bei der x1 ist irgendwie hier und B gleich 0. Und wenn das anders irgendwie ist, dann gehe ich irgendwie auf den gleichen Zustand selber zurück. Wie gesagt, das ist jetzt einfach nur so ein Beispiel, was irgendwie zusammengebastelt ist in dem Ganzen. Es gibt jetzt zwei verschiedene Arten von Zustandsdiagrammen. Wie heißen die beiden Namen? Weiß das wer? Fangen beide mit M an? Nicht wie unser Softwareentwicklungsprof. Der fängt auch mit M an, aber der ist nicht gemeint. Okay, genau, wir haben Moore und Mealy. Und das, was wir hier jetzt gerade aufgezeichnet haben, hat jemand eine Vermutung, was das gerade ist? Ist das gerade Moore oder ist das gerade Mealy von der Art, wie wir es haben? Worin unterscheiden die sich denn uns vielleicht auch?
Okay, genau. Also es geht so ein bisschen darum, wie sehen eigentlich meine Ausgaben aus? Wie kommen die zusammen? Und da kann es halt sein, dass ich sage, bei Moore, da hängt meine Ausgabe nur vom aktuellen Zustand ab. Das heißt, da brauche ich nur auf den aktuellen Zustand gucken und ich weiß sofort, wie meine Ausgabe aussieht. Bei Mealy wiederum muss ich auf den aktuellen Zustand gucken und auf die aktuelle Eingabebelegung, weil ich nur dann weiß, wie meine Ausgabe aussieht. Das heißt, wenn ich jetzt hier sowas habe, dass ich, habe ich so ein bisschen eben kurz übersprungen. Also ich kann halt sowas haben, dass ich hier meine Eingangsbelegung habe, dass mein Eingang entweder X1 ist oder nicht X1 für meinen kleinen Zustand. Und dann kann ich hier eine Ausgabe dahinter stehen haben, dass meine Ausgabe dann ist, okay, wenn ich X1 habe, ist meine Ausgabe gleich B0. Wenn ich nicht X1 habe, ist meine Ausgabe gleich B1. Das heißt, in dem Fall hier wäre das jetzt gerade Mealy, ja, weil ich nicht nur den aktuellen Zustand brauche, um zu wissen, wie meine Ausgabe aussieht, sondern auch, wie die Eingabe ist. Das hängt von der Eingabe mit ab. Ich kann allerdings viele oder in der Regel mit mehr oder weniger vertretbarem Aufwand Mealy in Moore überführen und Moore in Mealy Zustandsdiagramme überführen. Hängt so ein bisschen auch davon ab, was ich mache. Ich könnte in dem Fall hier jetzt auch sagen, an sich, wenn ich hier in diesem Zustand bin, dann ist es ja eigentlich immer so, dass mein Wert B den Wert 1 haben soll. Dann würde ich meine Ausgabe hier mit runterschreiben. Und brauche das hier oben nicht mehr. Und dieses B gleich 0 ist ja nur relevant, wenn ich hier in Zustand Z1 gehe. Und das heißt, hier würde dann meine Ausgabe den Wert B gleich 0 kriegen. Und dann wäre ich nicht mehr bei Mealy. Also, dann muss ich das hier auch wieder natürlich rausnehmen. Na, an den Übergängen habe ich es dann nicht mehr. Sondern dann wäre ich jetzt bei Moore. Also bei Moore ist es halt in der Regel klassisch, dass beim Zustandsdiagramm dann eben die Ausgaben komplett in den Zuständen mit drin sind, weil ich nur auf einen Zustand gucken muss oder auf eine Zustandskodierung. Wenn ich weiß, ich gucke auf Zustand mit der Kodierung 1,0, also Z1, 1, Z0, 0, klein Z1 gleich 1, klein Z0 gleich 0. Dann weiß ich sofort, wie meine Ausgabe ist, weil ich halt eben hier nur sehe, okay, B ist gleich 0. Ich muss nicht noch irgendwie gucken, wie sind irgendwelche Eingaben. Dementsprechend ist dann halt auch ein Zustandsdiagramm, was ich mache, für sowas halt entsprechend größer oder kleiner. Wenn ich ein Zustandsdiagramm habe für ein Moore, dann muss ich eben nur wissen, wo bin ich gerade und dann kann ich direkt hier meinen Ausgang dazu schreiben und weiß das dann. Bei meinem, was wäre das hier? Z0 haben wir gesagt, 1, Z1 ist 0 und hier, keine Ahnung, habe ich das gar nicht festgelegt. Können wir meinetwegen hier irgendwie auf 0 lassen. Das wäre dann für Moore. Ja, in gewisser Art und Weise kann man das wie eine Funktion sehen. Eine Ausgangsfunktion. Es ist halt die Ausgabe B, ist in dem Fall jetzt unser Ergebnis aus dem Ganzen, was rauskommt. Immer ein bisschen vorsichtig sein, weil es kann halt, also das, was wir als Funktion betrachten, was wir rauskriegen wollen, es gibt Verschiedenes. Es kann halt auch sein, dass wir sagen, wir wollen, ich habe ja jetzt hier irgendwie mein X1, angenommen, mein X1 ist irgendwie meine Steuerung des Ganzen, in welchem Zustand ich bin, wenn ich wissen will, welches ist mein Folgezustand. Ja, dann würde ich ja wieder anders kodieren. Wenn es um mir um Folgezustände geht, dann habe ich auch hier meine aktuellen Zustände mit der Kodierung Z1, Z0. Mich interessiert aber dann eben halt, wie ist der kodierte Folgezustand? Folgezustand eben mit dem Plus darüber markiert. Das heißt, ich habe einen aktuellen Zustand und ich habe einen Folgezustand. Z1 plus Z0 plus. Und dann ist so ein bisschen abhängig davon, was ich jetzt habe, wovon ist der Folgezustand abhängig? Wie komme ich in den weiteren Zustand?
Und ich habe hier immer noch meine Übergänge. In dem Fall müsste ich, damit ich weiß, wann ich von 0, 1, ne, das wäre jetzt hier der erste, zu, ja, was kann ich an Folgezuständen haben? Ich kann in mich selber wieder zurückgehen. Oder ich kann halt aber eben einen Zustand weitergehen mit der Codierung 1.0. Das sind so die beiden Möglichkeiten. Aber ich muss ja irgendwie noch unterscheiden, wie ich dann weiterkomme. Und da wäre jetzt tatsächlich in dem Fall bei diesem Beispiel hier das X1 relevant. Ich müsste dann eben mit drauf achten, wenn X1 den Wert 1 hat, dann gehe ich in den Folgezustand. Das wäre hier. Wenn X1 den Wert 0 hat, dann bleibe ich da, wo ich bin. So, das wäre halt eben eine Tabelle, wenn ich gucken will, was ist mein Folgezustand. Das ist so ein bisschen das, was ihr in B dann drin habt. Ja, da ist dann irgendwie von dem R abhängig euer Folgezustand. Und da muss man übrigens dann auch gucken, wenn ich dann jetzt nämlich hieraus eine Minimierung machen will. Dann muss ich jeden der beiden Folgezustände für die Kodierung, ne, also Folgezustand wird einmal mit Z1 plus und Z0 plus kodiert, das muss ich jeweils dann in ein einzelnes KV-Diagramm packen. Das heißt, dann muss ich jeden Teil der Kodierung einzeln minimieren. Deswegen steht da auch extra schon, ihr habt ja eine Hausaufgabe für die Zustandskodierung, weil es mehr Zustände sind. Habt ihr Z2 plus, Z1 plus Z0 plus. Und ihr sollt das deswegen auch in drei KV-Diagramme minimieren. So, vielleicht gehen wir jetzt nochmal, jetzt haben wir ja sehr viel da in der Theorie schon drüber gesprochen. Vielleicht machen wir nochmal einmal ein kleines Beispiel. Ich hoffe, das dauert dann nicht zu lange. Und zwar ist ein bisschen was anderes. Aber auch hier machen wir mal einfach mal eine kleine Textaufgabe. Wir machen eine Bahnübergangsschranke und ein Bahnvorsignal. Wir haben ein, ne, also Bahnübergänge kennt ihr ja sicherlich, mit irgendwie, da sind auch so Schranken. Und das Bahnvorsignal ist sowas wie eine Ampel für den Zugführer oder für den Lokführer. Zugführer ist was anderes. Also für den Lokführer. So. Aus Sicherheitsgründen initialisieren wir das Ganze mit Schranke unten und Signal rot. Danach wechseln wir in Schranke oben und Signal rot. Dort bleiben wir so lange, bis durch Signal B gleich Bahn kommt, die Schranke nach unten geht und das Signal auf grün wechselt. Und anschließend folgt dann Schranke unten und grünes Signal, schließlich Schranke unten mit Signal grün-gelb, bevor wir wieder in den Anfangszustand unten und rot wechseln. Wir vereinfachen gerade mal ein wenig, dass da natürlich noch eine Sicherheitsmaßnahme eigentlich sein müsste, dass die Bahn erst durch sein muss, bevor wir wieder hochgehen. Wir gehen davon aus, dass die Bahn schnell genug ist, dass die Zeit egal ist an der Stelle, dass die drei Takte, die für einmal zum nächsten Zustand weiterschalten, reichen würden, die wir haben. Okay, wenn wir uns das Ganze anschauen, dann würden wir auch hier mit dem Zustandsdiagramm starten. Und ja, was haben wir gesagt? Der erste Zustand heißt in dem Fall Z0. Und was muss ich hier noch irgendwie machen, schreiben? Was weiß ich noch? Was können wir noch machen? Wer weiß was, was ich jetzt hier noch machen kann? Ach, das ist jetzt quasi so eine typische Anwendungsaufgabe. Ich habe irgendwie einen Text, der mir beschreibt, wie ein System funktioniert und ich soll daraus jetzt ein Zustandsdiagramm bauen. Was wissen wir denn über Z0, wenn das so der erste Zustand ist, den ich habe?
Okay, das ist man vielleicht auch noch eine gute Frage, wie das mit Schranke oben oder unten ist. Na, Schranke oben und unten ist jetzt mehr eigentlich die Sache unserer Ausgänge, was wir uns da anschauen sollten. Das heißt, ich hätte hier jetzt, ich bin in einem Zustand und abhängig von dem Zustand, in dem ich bin, steuere ich diverse Ausgangssignale auch an. Und sowas wie eine Schranke, Schrankenstellung oben, unten, passt eigentlich gut als Ausgangssignal. Und auch das Bahnvorsignal, was ja schon Signal heißt, ist ja auch eher so eine Ausgabe. Ne? Das ist halt irgendwie dann was anzeigt. Genau, ich weiß, dass ich hier mit Schranke unten und Signal rot starte. Also SU, Schranke unten. Und damit man es unterscheiden kann, V für Vorsignal, V ist rot. Das ist das, was ich weiß. Das ist quasi meine Ausgabe hier, wie ich sie machen kann. Ihr seht schon, ich schreibe quasi jetzt meine Ausgänge direkt in den Zustand mit rein. Das heißt, ich würde das jetzt hier an der Stelle mit einem Mili machen, weil das für das Beispiel, was wir gerade machen, einfacher ist. Nach der Hausaufgabe kann es natürlich auch anders sein. Das müsst ihr dann gucken, ob ihr in der Hausaufgabe dann eher mit Mur oder mit Mili arbeitet. Was sollte ich noch tun mit unserem Zustand, wenn ich hier den habe? Ja, außer einen Kreis drumherum ziehen. Ich habe dem erstmal einen Namen gegeben, aber noch eine Sache sollte ich auch einem Zustand ergänzen. Okay, ja, genau, ich kann einen Pfeil da drauf machen, das stimmt, weil ich weiß, dass das mein Initialzustand ist. Den Pfeil, den ich von außen dazu kriege, das ist übrigens eine Möglichkeit, einen Startzustand zu machen. Eine andere Möglichkeit ist, dass, falls ihr das mal irgendwo seht, das ist so ein Kreis und dann ist da links so ein Teil schwarz markiert. Das muss ich gerade mal gucken. Natürlich an der falschen Stelle gemalt. Mensch. Wie gesagt, eine Sache fehlt mir noch für den Zustand. Währenddessen bereinige ich mal kurz das kleine Malproblem. So, ist besser. Genau, die Kodierung fehlt noch. Wenn ich einen Zustand habe, sollte ich dem eine Kodierung geben. Und da hatten wir jetzt gesagt, ja, da müssen wir halt eben gucken, wie das ist, ob ihr da irgendwie was vorgegeben habt. Für die Hausaufgabe habt ihr es vorgegeben, dass ihr mit 001 anfangt für das eine. Das kann man machen. Achtet halt jeweils darauf, ob das vorgegeben ist oder nicht. Ich fange in der Regel häufig an mit 000, weil in der Informatik wir eben mit 0 anfangen auch zu zählen. So. Gut, wir haben unseren ersten Zustand. Und dann ist es ja so, von einem Zustand wollen wir normalerweise auch in weitere Zustände gehen. Und was wissen wir danach? Wir wissen, ein Folgezustand. Na gut, wir zählen einmal durch. Das heißt, der Name wird Z1 sein. Die Kodierung zählen wir einmal hoch 001. Und ihr seht schon, ich fange hier auch mit 3 an, weil wir werden ein paar mehr Zustände haben. So, was weiß ich denn über Z1? Wann gehe ich gehe ich von Z0 nach Z1? Brauche ich da ein bestimmtes Eingangssignal? Mache ich das automatisch? Genau, ich gehe direkt, denn hier wird gesagt, ich habe zwar eine Initialisierung, aber dann wechsle ich in Schranke oben und Signal rot, ohne dass ich irgendwie noch ein besonderes Eingangssignal brauche. Das heißt, das passiert beim nächsten Takt dann auch schon. Und damit habe ich auch schon gesagt, was wir hier noch haben an Ausgang. Wir haben hier nämlich dann Schranke hoch. Und Vorsignal rot.
Wie genau, welche Ausgänge wir haben, muss man natürlich mal ein bisschen gucken. Für die Hausaufgabe habt ihr es etwas einfacher. Da habt ihr dann nachher in D eine 7-Segment-Anzeige, wo genau gesagt ist, welche Ausgänge es gibt. Hier ist es jetzt so, also ne, nicht jeder hat so ein Warnvorsignal vor Augen. Könnt euch aber vielleicht vorstellen, okay, vielleicht gibt es eine rote Lampe, die leuchten kann, eine gelbe Lampe, die leuchten kann, eine grüne, die leuchten kann. Und ob man Schranke unten und Schranke hoch, ob man das irgendwie als einen Zustand macht oder als zwei, weil man sagt, das ist die Ansteuerung der Motorsteuerung. Schranke mach hoch, Schranke mach runter. Ich habe jetzt zwei verschiedene Ausgangssignale. Das kann man, muss man da immer ein bisschen gucken, ob es im Aufgabentext vorgegeben ist, ob man irgendwo Hilfen dazu hat. Da eben gucken, was jeweils die Ausgänge sind. Also nur, falls sich irgendwer wundert, warum wir jetzt hier SU und SH haben. So. Okay, das heißt, wir sind jetzt da in einem Zustand, wo unsere Schranke hoch ist und unser Vorsignal rot ist. Und es wird irgendwie weitere Zustände geben. Wie sieht es denn nach diesem Zustand aus? Wie kann es denn weitergehen? Okay, genau. Es geht dann weiter, wenn das Signal B kommt. Das heißt umgekehrt aber auch. Wir müssen hier die klare Fallunterscheidung dann treffen. Wir können den Fall haben, unser Eingangssignal ist 0, B kommt, Bahn kommt nicht. Oder unsere Bahn kommt, dann gehen wir weiter, B gleich 1. Ich könnte jetzt natürlich sagen, ich lasse diesen Pfeil auf mich selber weg. Das tue ich in der Regel aber nicht, weil dann hätte ich nämlich nicht. Wäre das nicht vollständig, dann wäre nicht für jede Eingangsbelegung klar gesagt, dass ich da immer einen Folgezustand eindeutig habe, sondern würde ich implizit sagen, na, solange du nicht irgendwie was siehst, dann gibt es da einfach nichts. Sondern ich sorge dafür, dass ich hier quasi eine Vollständigkeit habe. Kann sein, dass wir das Thema Vollständigkeit und in dem Zusammenhang auch Widerspruchsfreiheit nochmal kriegen. Wenn nicht, dann werdet ihr es zumindest in der Vorlesung kurz am Rande haben. So, zu der Kodierung der Zustände. Die Frage, ob man da einfach nur hochzählt oder noch was beachten muss. Na, in der Regel zählt man tatsächlich einfach nur hoch, wenn das nicht irgendwie was Besonderes vorgegeben ist. Also deswegen tatsächlich einfach mit bei 0 anfangen und dann hochzählen und dann hängt es halt so davon ab, wie viele Zustände man hat. Wenn man nur 4 Zustände hat, dann reichen natürlich auch 4 Bit für die Zustandskodierung theoretisch. Wenn man mehr Zustände hat, braucht man auch mehr Bit für die Codierung. Okay, wir haben jetzt unser Signal gekriegt. Das heißt, wir gehen wieder einen Zustand weiter. Z2, den kodieren wir dann. Ne, wir zählen wieder einmal hoch. 0, 1, 0. Was würde denn in diesem Zustand gelten für unsere Ausgaben? Okay, genau. Ich habe Schranke unten und unser Vorsignal ist grün und gelb. Also zwei Lampen, die da irgendwie laufen. Genau, also es sind getrennte Lampen. Modellieren wir das hier, das ist mal etwas einfacher. Grün und Vorsignal gelb. Leider nicht genug Platz gelassen, dann schreiben wir es untereinander. Okay. Zustand 2. Wie geht's weiter? Genau, wir kommen ohne irgendwie Bedingungen hier dann in den nächsten Zustand, Zustand 3. Und ja, kleiner Tipp, ich mache das hier die ganze Zeit gerade immer falsch. Wenn man das per Hand zeichnet, ist natürlich besser, erst den Zustand zu machen, dann den Fall. Zustand 3, wir zählen einmal durch. 0, 1, 1. Und das Signal, Schranke unten und grünes Signal.
sind dann unsere Ausgänge. Ne, kann man sich quasi hier so vorstellen, im Endeffekt, ne, die Schranke war unten, das Vorsignal rot, das war die Initialisierung und dann war die Schranke hoch, die Autos konnten durchfahren und ein Zug hätte an dem Vorsignal oder mit Hilfe des Vorsignals halten müssen. Und dann ging halt die Schranke ging runter, Vorsignal, grün-gelb hieß dann, der Zugführer muss, war schon wieder Zugführer, der Lokführer muss aufpassen, grün-gelb ist so, Achtung, kann sein, dass du bremsen musst, am Signal, was noch einmal vor der Schranke ist, da gibt es nämlich auch noch eins. Und dann haben wir unten den Fall, Schranke unten, Vorsignal grün heißt, okay, die Schranke ist unten, du darfst durchfahren, beziehungsweise freie Fahrt eigentlich durch das Vorsignal grün an den Lokführer. Und die Schranke unten ist, dürfen keine Autos rüberfahren. Wir sehen auch hier, ist es eben wichtig, dass eindeutig es immer Zustände gibt, weil wir wollen ja nicht, dass irgendwie Zug mit Lok irgendwie kollidiert. Deswegen muss immer klar sein, wie es weitergeht. Okay, genau, dann sind wir da und dann haben wir hier noch, das kürze ich jetzt einmal ab, schlussendlich Schranke unten mit Signal grün-gelb, bevor wir wieder in den Anfangszustand wechseln. Das heißt, wir haben einen letzten vierten Zustand hier noch, das wäre 100 die Kodierung. Schranke unten, grün-gelb. Im Endeffekt heißt das, hier wäre jetzt der Zug gerade dazwischen durchgefahren oder hier wäre der Zug gerade durchgefahren und deswegen dürfen gleich die Autos wieder weiterfahren. Und wir haben unsere Ausgänge. Oh Gott, ist das ein schlimmer Zustand. Genau, ich hoffe, ihr könnt dann etwas schönere Zustände malen als ich. So, hier geht's weiter. Und dann aus dem letzten geht's wieder in den Anfangszustand unten und rot. Genau, das ist einmal nur, damit ganz sicher alles sauber ist. Könnt natürlich sagen, könnten wahrscheinlich von da auch wieder relativ direkt wechseln, aber das ist immer noch mal so zusätzlich. Einmal, um ganz sauber zu haben, im Zweifelsfall lieber einmal alles stehen, als dass irgendwie was passiert. Genau, das wäre dann eben unser Zustandsdiagramm. Hier wäre es halt eben auch so, unsere Ausgänge wären nur vom aktuellen Zustand abhängig. Das heißt, das wäre jetzt Moore. Für die Hausaufgabe ist es ja so, ihr habt in 9a erstmal eine relativ einfache Beschreibung eines Schaltwerkes. Das heißt, ihr habt dann Zustände, die abhängig von R umgeschaltet werden. Das heißt, ihr habt ganz viel irgendwie, dass ihr irgendwie R gleich 0 oder R gleich 1 habt. Da müsst ihr aber tatsächlich dann auch genau gucken, wie sind die Folgezustände. Ihr werdet ein paar mehr Beschriftungen des Ganzen haben. Das ist erstmal dann das erste Zustandsdiagramm und dann werdet ihr in Aufgabenteil D im Endeffekt einen. Also ihr werdet halt nicht selber ein Zustandsdiagramm dann zeichnen an der Stelle, aber im Endeffekt ist das, was ihr an D und E macht, ist eben in der Erweiterung des Zustandsdiagrammes quasi mit Sachen oder ja, das Diagramm stellt ja auch nur einen Automaten dar. Also das heißt, in D und E erweitert ihr halt den Automaten auch noch um diverse Ausgaben. Und dann müsst ihr halt euch eben auch angucken, gerade zu dem Thema. Zu Kontrollzwecken, den Eingang, den ihr dann noch auf den Punkt legt. Da müsst ihr nochmal überlegen, was bedeutet das eigentlich, wenn ich einen Eingang habe, der sich direkt auf meine Ausgabe auswirkt. Ob ihr dann eher bei Moore oder bei Mealy seid. So, jetzt haben wir aber ein Zustandsdiagramm. In dem Fall halt ein etwas noch ausführlicheres, als was ihr für die Hausaufgabe braucht. Aber wie gesagt, das ist so eine typische Aufgabe. Und wenn man ein Zustandsdiagramm hat, dann kann man halt eben gucken, wie geht es dann weiter mit dem Ganzen. Ich müsste dann halt eben meine Tabellen aufstellen. Hier mal wieder gucken mit dem Platz. So, es hängt so ein bisschen davon ab, welche Tabellen ich halt eben brauche, wofür ich was brauche. Das erste wäre halt eine reine. Ja, dass ich sage, ich will die Folgezustände darstellen.
Da hatten wir eben schon gesagt, da brauche ich halt irgendwie, wovon sind meine Folgezustände abhängig? Okay, ich muss wissen, wo bin ich gerade, also meine eigentliche Zustandskodierung, und ich muss wissen, gegebenenfalls hier Eingänge, die da noch mit Auswirkungen haben. Das heißt, ich würde hier wahrscheinlich dann so eine Tabelle haben. B ist irgendwie wichtig. Dann habe ich Z2, Z1, Z0 für meinen aktuellen Zustand. Und dann als Ausgang Z2, Z1, Z0 plus jeweils. Und das wäre eigentlich schon alles, was ich für die Folgezustände bräuchte. Und dann kann ich jetzt halt eben gucken, wo ich in meinem Zustand bin. Ne, das hatten wir eben gerade schon so einmal. Also wenn ich jetzt in meinem ersten Zustand hier bin, dann hatte ich gesagt, ich gehe direkt in den zweiten Zustand. Das heißt, an der Stelle ist es egal, wie mein B aussieht. Das würde ein Don't Care kriegen. Und ich würde in den zweiten Zustand gehen. Und im zweiten Zustand müsste ich dann in meinem Beispiel jedenfalls hier unterscheiden, ob ich dann den Wert B, den Eingang B gleich 0 oder B gleich 1 habe. Und davon abhängig gehe ich entweder in meinen eigenen Zustand selber wieder zurück. Das wäre der hier. Oder ich gehe in den Folgezustand, das wäre bei dem gleich 1. Und dann würde ich die ganze Tabelle natürlich wieder ausfüllen. Und wenn ich dann ein Diagramm mache, genau, wenn ich jetzt dann quasi sagen will, ich will die Folgezustände kodieren, wie würde denn jetzt mein KV-Diagramm von der Beschriftung aussehen? Also, ich hatte schon gesagt, ich muss für jede der Zustandskodierung des Folgezustandes ein eigenes machen. Das heißt, ich würde zum Beispiel nochmal eine extra Farbe, damit sich das hier wieder ein bisschen abhebt. Ich würde zum Beispiel für Z2 plus irgendwie das machen. Wie würden dann jetzt meine Beschriftung aussehen an meinem KV-Diagramm? Was muss dann da reingehen? Wie kann man das sagen? Also ich habe ja meinen Zustand Z2 plus, den Folgezustand. Das ist das erste von den drei KV-Diagrammen. Was wären denn jetzt die Eingangswerte, die ich hier ranschreiben muss, um dann eben zu gucken, welchen Wert ich hier habe? Genau, ich brauche tatsächlich auch hier das B eben. Das heißt, ich habe B, Z2 und Z1, Z0. Das wären die Beschriftungen an dem Ganzen. Und dann würde ich halt gucken, wenn das dann hier irgendwie 0, 0, 0, 0 ist, dann schaue ich halt 0, 0, 0, 0. Na gut, B ist hier beides abgedeckt. Das ist, damit ich ja weniger schreiben muss. Und würde schauen, was steht hier in dieser Spalte dann. Das ist mein Ausgangswert und das ist dann das, was ich hierhin übertrage. Das heißt, hier würde dann jetzt in dem Fall eine 0 dann landen. Das gleiche würde ich eben dann nochmal KV-Diagramm für Z1 plus machen und KV-Diagramm für Z0 plus. Schleifen nehmen und minimieren. Genau. Das wäre das. Mal kurz gucken. Jetzt kann es aber eben sein, genau, jetzt kann es halt eben sein, dass ich sage, eben, dass ich Ausgaben habe, die relevant sind. In der Hausaufgabe habt ihr als Ausgabe eure 7-Segment-Anzeige. Welche Ausgaben habe ich hier? Das sind eine ganze Menge, müsst ihr ein bisschen gucken. Genau, Schranke unten, Schranke hoch, Vorsignal rot, Vorsignal grün, Vorsignal gelb. Sind also fünf verschiedene.
Wenn ich Ausgänge mir anschauen will und es im Endeffekt um die Ausgangstafel geht, manchmal wird ja auch von der Ausgangsfunktion Lambda gesprochen, dann muss ich halt eben gucken, ist das Ganze nur von meinen Zuständen abhängig oder auch von Eingängen? Entsprechend kann ich hier sagen, okay, hier in unserem Beispiel hatten wir gesagt, es ist nur von Zuständen abhängig. Das heißt, mein Eingang ist gerade egal, wenn ich nur die Ausgänge betrachte. Und ich würde dann, wie gesagt, sie wird auch mit Lambda bezeichnet oder eben die Ausgangsfunktion. Ich habe meine Zustände, die ich einmal kodiere. Mein aktueller Zustand Z2, Z1, Z0. Und dann habe ich die ganzen Ausgänge dazu. Schranke unten, Schranke hoch, Vorsignal rot, Vorsignal in gelb und Vorsignal grün. Und ja, da werde ich an vielen Stellen wahrscheinlich hier viele Nullen da rechts hinschreiben. Genau, das würde ich dann eben ausfüllen. Und dann müsste ich halt eben gucken. Das ist erstmal so die große Tabelle des Ganzen. Und jetzt, wenn ich weiß gar nicht, müssen wir das auch für die Hausaufgabe machen? Lass mich mal kurz gucken. Du. Ja, ihr sollt das für jedes Ausgangssignal machen. Das heißt, es sind ein paar mehr KV-Diagramme. So, wenn das jetzt hier oben bei dem Folgezustand war, dass ich quasi mir das dann für ein Z2 plus mache einzeln, für Z1 plus einzeln, für Z0 plus einzeln, dann kann man sich wahrscheinlich denken, naja gut, wenn ich das jetzt für jeden Ausgang machen soll, dann hängt das hier wohl ab von meinen kleinen Z2, Z1, Z0, also von meinem aktuellen Zustand. Und dann würde ich hier ein kleines KV-Diagramm machen. Also das erste wäre dann ja Schranke unten. Das ist das, worum es geht. Und jetzt muss ich mal bei der Beschriftung gucken. Im Endeffekt sind hier ja nur drei Eingangswerte. Das heißt, ich mache auch ein kleineres KV-Diagramm. Das ist dann nur 2x4. Das eben für drei Werte. Ich hätte dann hier eben Z2 auf der linken Seite, Z1, Z0. Und würde das auch ausfüllen und minimieren. Und dann aber eben entsprechend für jedes Einzelne machen. Also ich würde einmal die Gesamttabelle aufstellen für meine Ausgangsfunktion, aber ich würde dann für jeden einzelnen Ausgang ein einzelnes KV-Diagramm machen. Und da dann halt die Minimierung machen. Ihr könnt euch, um vielleicht ein bisschen Schreibarbeit zu sparen, könnt ihr euch überlegen, ob ihr für die Hausaufgabe jedes Einzelne braucht oder ob es manche gibt, die vielleicht quasi identisch sind. Von den Segmenten an der 7-Segment-Anzeige. Sonst müsst ihr halt jedes Einzelne machen, wenn ihr das nicht vorher erkennt. Genau, das ist im Endeffekt das, worum es da geht. Habe ich jetzt tatsächlich die Notwendigkeit, dass ich nicht nur aus meinem aktuellen Zustand, sondern aus Zustand plus Eingaben nur meine Ausgänge ablesen kann, dann wäre es natürlich so, dass ich hier nicht mit meinen drei Codierungen zurechtkäme, sondern dann müsste ich hier in dem Fall noch die Eingänge ergänzen. Das Eingang ist jetzt nur B und dann wäre ich hier natürlich auch wieder bei einem Vierer-KV-Diagramm. Ne, das vielleicht nur irgendwie so als Hinweis, dass B brauchen wir hier jetzt gerade nicht. Weil das durch die Zustände die Ausgänge schon eindeutig sind, dann müsst ihr für die Hausaufgabe überlegen, ob das auch gilt oder nicht. Trotzdem werden es eine Menge KV-Diagramme sein. Und schlussendlich noch, genau, ich hatte gesagt, die Ausgangsfunktion heißt Lambda. Für die Übergangsfunktion, wie wir sie hier oben hatten, gibt es auch einen Namen. Das Ganze ist, falls ihr das mal irgendwo dann da liest, die Ausgangsfunktion, die Übergangsfunktion Delta. Genau, so.
Ich glaube, jetzt haben wir alles. Okay, das also mal so als Beispiel, dass ihr ein Gefühl habt, was in der Hausaufgabe auch erwartet wird. Ich hoffe, damit kommt ihr dann auch soweit klar. Genau. Wenn da jetzt keine Fragen sind, dann haben wir es, glaube ich, soweit. Ich wünsche euch viel Erfolg, eine schöne Woche und bis irgendwann in Zukunft mal wieder.